Kalt heute. Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Es sind gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Einerseits kann man mit dem Punkt zufrieden sein, auch stolz auf die Leistung sein. Andererseits, wenn man in der 90. Minute den Ausgleichstreffer bekommt, ist es natürlich ziemlich bitter. Wir hatten eine ziemlich lange Busfahrt in den Knochen, sind knapp 8 Stunden gefahren, waren früh um 5 in Bielefeld. Dann heißt es einfach nur gut essen, viel schlafen, gut regenerieren, behandeln lassen und die Zeit einfach zwischen den Einheiten nutzen, um abzuschalten. Und trainingstechnisch kann man sicherlich nicht so viel machen. Wir werden sicherlich heute Morgen nochmal im taktischen Bereich uns auf Bochum vorbereiten. Aber ansonsten im konditionellen Bereich oder im Kraftbereich wäre das jetzt sinnlos, da irgendwas zu machen. So, was esse ich in der Zeit? Natürlich viele Kohlenhydrate, um den Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Viel Fisch, viel Fleisch. Natürlich auch das eine oder andere Obst zwischendurch. Aber das sind so die wichtigsten Sachen. Ja, 8 Stunden Busfahrt, was macht man in der Zeit? Am Anfang ist man sicherlich erstmal mit den ein oder anderen Spielern noch am Austauschen, am Diskutieren, die ein oder anderen Spielsehen nochmal durchquatschen. Dann geht man im Telefon hoch und runter, was man da so machen kann, checkt das Internet ab, checkt den Kicker ab, was auf den anderen Plätzen so passiert ist. Ja, dann die einen schauen Filme, die anderen probieren ein bisschen die Augen zuzumachen. Die anderen spielen ein bisschen Karten, also ist ganz unterschiedlich. Jeder hat so seine eigenen Macken, um die Busfahrt irgendwie zu überwinden. Ja, Bochum ist Tabellenerster, ist ungeschlagen. Ich glaube, das sagt alles. Wir sind super in die Saison gestartet. Und ja, da kommt wieder eine riesengroße, schwere Aufgabe auf uns zu. Aber es wird einfach mal Zeit, wieder den Bock gerade zu Hause in der Sugar Arena vor unserem eigenen Fans den Bock umzustoßen. Und da heißt es wieder 90 Minuten den Schweinehund zu überwinden, Vollgas zu geben und dem Bochumern weh zu tun. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken. Wir müssen nur unsere Qualitäten 90 Minuten auf den Rasen bringen. Und ja, jetzt heißt es gerade zu Hause einfach mal Gas geben und unseren Fans, die uns auch auswärts auch super unterstützen, auch jetzt in Freiburg, einfach mal zu Hause wieder glücklich zu machen. Nein, habe ich nicht. So Unfug habe ich nicht gemacht. Nein, Spaß. Aber wer es gemacht hat, großes Kompliment. Also fantastisch. Hut ab. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.